Dabei handelt es sich um die zur Tatzeit 33-jährige Annika B., geborene E. Diese stammte aus Niedersachsen und ist im Sommer des Jahres 2013 aufgrund einer Partnerschaftsanzeige mit den Beschuldigten zusammengekommen, zog dann in das Haus in Höxter-Bosseborn ein zu den Beschuldigten und heiratete im Herbst 2013 den Beschuldigten Wilfried Max W. Dann wurde der Leichname zerstückelt. Die Stücke wurden dann im hauseigenen Ofen verbrannt. Die Asche später, und zwar muss das gewesen sein im Winter 2014, 2015, nach Schneefall am Straßenrand verstreut. Bedingt durch die Aussage der Angelika ist es natürlich so, dass unsere Spurensicherung im Hause ganz andere Dimensionen angenommen hat. Wir sind gezwungen, das ganze Objekt wirklich quadratzentimeterweise abzuarbeiten und zu untersuchen, um zu schauen, ob wir Spuren anderer Frauen finden. Wir können auch nicht völlig ausschließen, dass möglicherweise dort noch eine andere Frau gestorben ist. Das wissen wir einfach zurzeit nicht.